Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodon. Zu Let's Test. Und. Okay. Sieht hier sehr atmosphärisch aus. Ich hoffe, man kann das. Mit Maus und Tastatur spielen. Was mache ich eigentlich? Gerade noch nichts. Hier einklicken oder was bin ich tunend? Okay. Die funktioniert noch nicht. RW. Ja. Das ist natürlich schlecht. Sitz gut ist die und die Feldtasten. Ah ja, auf der Tastatur funktioniert es mit Z. Z. Das müsste Q sein. Das ist wirklich, glaube ich, S. Ja. Z, Q, S und D. Z, Q, S und D. Okay. Das ist ein bisschen, ja. Tastatur. Nicht die Maus, die Maus bewegen. Okay. Ein Spiel, das gut zu meditieren ist. Okay, was tun wir? Ah, wir gehen hier raus. Wir brechen aus der Zelle raus. Können wir uns jetzt bewegen? Nee, können wir uns nicht. Können wir noch nicht. Ah, so, jetzt können wir hier schwingen. Ah, verstehe. Erstmal die Spielsteuerung kapieren. Sehr schön. Dann kann ich hier mir den Weg über die Punkte bahnen. Jetzt kann ich da auch um zur nächsten Blüte, oder? Ne, kann ich nicht. Sieht nicht danach aus. Kann ich jetzt zum Leuchten bringen. Oh, und jetzt hier kann ich hüpfen. Dup, 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 dup. Das sind meine gelben Dinger. Ja, jetzt muss ich erstmal rum. Sehr schön, dann kann ich da oben weit hüpfen. Fantastisch. Spielt sich wahrscheinlich besser, als es sich zuschaut. Ist wahrscheinlich besser zu spielen als zum Zuschauen. Sieht auch beim Zuschauen schön aus, aber Spielerleben ist natürlich noch mal besser. Ein kleines Musikspiel hier in gewisser Weise. Nice. Ich bin begeistert.
Das muss man eigentlich in einem Kinosaal spielen. Das ist einfach mal ein Kinosaal auf der großen Leinwand und mit Dolby Sound und also von Lautstärke. Gerade bei den tiefen Tönen wird es dann so gemacht. Ja, eigentlich muss man das Spiel so spielen. Das Spiel muss man im Kino auf der Leinwand spielen. Das wäre episch. Also mit Argument beziehungsweise mit W. War das mit Q? Ah ja, mit Q. Q war A. Auf der Statue ist alles ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen umdenken. Wenn man halt keinen Controller hat. Oder man muss sich zu Hause einfach große Boxen aufstellen. Das ist... Achso, ich darf hier nicht. Okay, verstehe. Das muss man einfach, man muss irgendwie Boxen aufstellen, dass man einfach den Sound dann mal auf Kopfhörern ist. Das jetzt nicht unbedingt das Geilste. Jetzt hier diesen Bass-Sound. Das ist halt echt. Das muss man auf Lautsprecher hören, am besten auf einer großen Kinoleinwand. In der Kinoton. Ich glaube, das flasht dich weg. Wenn jemand ein Kino hat, wenn jemand ein Kino besitzt, sag doch mal Bescheid. Das muss ich mal machen. Und wenn jemand mich mal in einem Kinosaal spielen lassen kann. Ich weiß, dass das geht. Wenn keine Vorstellung läuft. Fantastisch war. Wundervoll. Aber auch so. Mit Kopfhörern auch schon gigantisch. Ja, hier. Komm zu Lady. Sehr schön. Und jetzt haben wir ihn wieder freigelassen. Ach, das war der, den wir schon hatten. Also den sollten wir dort freilassen. Jetzt können wir. Sehr schön. Jetzt haben wir aber keinen mehr hier. Wer uns weiterbringt. Achso, ja, hier. Sehr schön. Wow. Genau das wollen wir auf Q. Und wollen wir hier. Sehr schön. Da brauchen wir die nächste Kugel hier unten. Wie war das? Q hier. Wundervoll. Oh nein. Man muss ja irgendwie durch das Level kommen, wenn man sich hier durch die Portale lässt. Na, verdammt, das ist hier ein bisschen. Und Z muss hier auch motivieren. Ist das Z oder? Ja, hier. Nein. Das war D. Q und D. So geht's. Nicht gut, das ist. Auch gut. Nein, damit dazu wirklich.
Im Controller wird einem ja die Tasten angezeigt. D war das. D müsste das sein. Verdammt. Q und das müsste D sein. Das war ein bisschen mitdenken. So, wo ist das nächste? Da unten. Na komm rein. Kommt rein, Wetter. Du bräuchst wen von euch. Das ist cool. Oh ja, nein. Hier unten muss ich lang. Sehr schön. Nein. Ah, da muss ich um die Ecke. Clever. Boah, ich könnte das ewig spielen, Leute. Ist beim Zuschauen vielleicht nicht ganz so verständlich, aber... kann man das irgendwie deaktivieren oder so? Muss man, glaube ich, das andere aktivieren. Kann man deaktivieren hier, damit man hier... Oh, verdammt. Dass man da rechtzeitig rüberkommt. Oh nein, ich werde zurückgeschubst. Verstehe. Jetzt gibt es dann schon ein paar knifflige Rätsel hier. Und hier, komm rüber. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Kuh. Sehr schön. So macht man's. Jetzt können wir hier landen. Sehr schön. Aber ich brauche da hier noch jemanden. Verdammt. Kuhn. Und die bräuchte noch einen. Hier bräuchte auch noch einen. Achso, das kann ich auch bestimmen, wo der hinfliegt, in gewisser Weise. Die bräuchte noch Leute. Der Kugel. Franz! Kuh. D. Nein! D. Und S. Das ist ziemlich entspannt, das Spiel. Das ist wirklich zum Relaxen, zur Entspannung. Ein sehr gutes Spiel. Nein! Nein. Mixed Vision macht es dauerhaft, gibt es dauerhaft solche Spiele raus, die irgendwie so ein bisschen künstlerischen Charakter haben. Naja, nicht alle solchen Charakter, aber schon. Verdammt, das war zu. Also zuletzt gespielt auf meinem Kanal hier die hier Minute of Islands hat ja auch ein bisschen von der Story her ein bisschen künstlerischen Charakter, würde ich behaupten. Und drauf da. Oha! Muss glaube ich unten lang. Nein. Hier geht's lang. Oha. Hier bräuchte ich euch. Jetzt ein Kuh. Und dann brauche ich da unten noch jemanden. Sehr schön. Fang mich auf. Nein. Jetzt geht's da wieder zurück. Kuh. Wundervoll.
Verdammt, da oben an die blaue Kugel müsste, hätte ich dran gemusst. Das war es noch nicht. Kann ja auch mehrfach anpusten hier. Wir kleine Pusteblumen. Ja, genau, daran hat mich das erinnert. Nein, verdammt. Kuh. Man könnte es vielleicht noch irgendwie mal hinschreiben. Am Anfang im Tutorial, das würde ich mir noch wünschen. Wie das für Tastaturen mal ist. Ich habe jetzt in die Anleitung geguckt. Ist dann halt noch so ein bisschen. Für die Leute, die halt keinen Controller haben. Ich sage nicht komplett, dass die sich nicht erstmal umdenken müssen. Ansonsten, ja. Sehr schön, hier eine große Kugel. Das Go-Kugel. Sound. Toll. Ja, großartig. Das ist der letzte. Sehr schön. Lass mich einfach von dem Sound überwältigen. Kann man hier irgendwas tun? Ah ja, man muss die also aktivieren dort. Aha. Ah, jetzt kann ich hier runter. Machst du Auge? Was ist mit dem? Das macht Auge. Aha. Das machen wir jetzt wieder Z. Aha, okay. Da drüben ist. Ah, da drüben müssen wir weiter. Brauchen wir D. Okay. Alles gleichzeitig. Q, S, D, Z. Okay. Ist hier gewollt. Wie da wollen wir ja hin? Schaffen wir's? Kleine Kügelchen hier. Und weiter geht die Reise. Ah, verdammt! Da ich nicht schnell genug darauf reagiert. Na komm, verdammt. Muss man sich mal gucken, wo die hinfliegen. Oh, oh mein Kuh, 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 Kuh. Ne, das war oben, das war Z. Q, S und Z. Z habe ich ja noch selten benutzt. Und wieder ein S.
Ich flieg zu weit weg. Oh, weit zurück. Man fliegt nicht zu weit weg. Verdammt. Verdammt, das war zu langsam. Ah, ich war zu weit weg. Schon ein bisschen mehr. Oha. Nein, was mache ich? Vollkommen abgedriftet. Bleib in der Nähe. Verdammt. Das braucht hier schon ein bisschen Konzentration. In der Nähe schweben bleibt. Nachkommen. Dass man genau das nicht macht. Komm, bleib hier, na komm, ich hab doch gedrückt. Zu weit weg. Ganz ruhig. Bleib hier, Z. Ach komm. Na, da habe ich noch so meine Schwierigkeiten. Subtime. Ach komm, das war doch drin. Nein! Falsche Richtung. NZ. Das ist halt zu weit weg hier auf dem Tastatur. Ist mit Controller halt deutlich besser. Ja, es stand ja auch am Anfang. Controller recommended. Ach komm, so knapp vom Schuss. Da hört es auch schon mit der Meditation auf. Wenn man das nicht gebacken kriegt. S und Z. Das kriege ich nicht rechtzeitig gedrückt. Das muss halt mit der Hand einmal rüber. Zu weit weg. Ja gut. Ich könnte das hier tagelang spielen. Das hier mal versuchen. Dazu vielleicht mal irgendwann im Let's Play, falls es da mal was dazu geben sollte. Aber jetzt hier, ja, ich komme. Komm, Leute. Ich glaube, das lassen wir heute mal. Das soll es für heute mal gewesen sein. Für dieses Let's Test wird es mal gewesen sein. Ich habe es wahrscheinlich eh schon überzogen. Glaube ich nach oben. Sollte ich dieses Let's Test gefallen haben. Sollte ich unten gefallen haben. Wishlist auf Steam. Lasst ein Abo da auf meinem YouTube-Kanal. Glaube ich nach oben Kommentare schreiben und ja. Habt ihr noch eine tolle Indie Arena Booth Online Gamescom. Ja, bis dahin. Ciao.